Ich bin im Landesmuseum Mainz und habe meinen Gegenstand von zu Hause mitgebracht. Im Museum gehe ich gleich auf die Suche nach einem Geschwistergegenstand. Apropos mein Gegenstand. Mein Gegenstand ist eine Kette mit einem Auge. Die Kette habe ich schon seit 6 Jahren. Sie ist für mich sehr wertvoll, weil mein Vater sie im Urlaub gekauft hat und sie mich daran erinnert. Im Türkischen steht das blaue Auge für den Schutz vor dem bösen Auge, also vor Leuten, die neidisch oder eifersüchtig sind. Jetzt muss ich einen passenden Gegenstand für meine Augenkette suchen. Das ist eine wirklich schwere Entscheidung. Ich glaube, ich habe es. Dieses Gemälde könnte zu meinem Gegenstand passen. Ja, das ist es. Am Anfang fand ich das Gemälde sehr schön und süß wegen dem Kind. Und dann sind mir die Wimpern vom Kind aufgefallen, weil meine Augenkette auch Wimpern hat. Als ich den Text nebendran gelesen habe, stand da drauf, dass der Künstler das Thema Schutzengel gestaltet hat. Ich finde, dass es zum Auge passt, weil, wie ich es schon gesagt habe, beschützt das blaue Auge im Türkischen vor den bösen Augen der anderen Menschen. Als ich weiter zum Bild recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass das Kind vorher im Wald Blumen gepflückt hat und ein Sträußchen in der Hand hält. Ein Engel hält das eingeschlafene Mädchen an einem Bach. Man erkennt, dass das Kind in Gefahr schwebt. Es wird durch den fließenden Bach angedeutet. Noch deutlicher wird es durch die Schlange. Sie symbolisiert den Tod und das Böse. Der Künstler, der das Bild gemalt hat, ist Josef Karl Stieler. Der Titel vom Gemälde ist der Schutzengel am Bach. Gerade dieser Schutz des Engels ist für mich das Wichtigste, weil der Engel das Kind im Bild beschützt und meine Augenkette mich. Das war mein Filmprojekt und ich hoffe, es hat euch gefallen.